Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Übergewicht gilt inzwischen ja als Volkskrankheit und trotz aller Warnung, der innere Schweinehund macht es uns schwer. Aber tendenziell gibt es auch immer mehr übergewichtige Kinder. Das liegt an der Corona-Zeit vielleicht, aber auch an Essgewohnheiten, Familienstrukturen, Freizeitgestaltung und so weiter und so weiter. Und wie gefährlich ist das und was kann man dagegen tun? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Dr. Elke Hammer. Sie ist leitende Oberärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Hammer. Gerne. Ob jetzt ein Kind übergewichtig ist oder nicht, wie stellt man das überhaupt fest? Ja, man wiegt es und bei Kindern gehört dazu ja auch die Längenmessung. Beides muss man in Verhältnis setzen. Das ist der BMI, Body Mass Index. Da wird das Gewicht geteilt durch die Länge zum Quadrat. Und dafür gibt es alters- und geschlechtsspezifische Normwerte. Und dann kann man sehen, liegt dieser BMI bei dem Kind darüber oder nicht. Also bei Erwachsenen kennen ja den BMI, aber der Unterschied ist ja, die wachsen nicht mehr, nicht so ohne weiteres. Und bei so einem Kind kann man das dann da so sehen, die Kinder sind doch auch ganz unterschiedlich eigentlich. Ja, die sind unterschiedlich und wir wissen sicherlich, dass so Kinder im Alter von 4 bis 6 oder 7 Jahren, die sind ja oft sehr zierlich. Das heißt, da ist der BMI viel geringer als bei Erwachsenen. Das ist physiologisch. Der BMI steigt dann an, vor allem in der Pubertät steigt er an. Und deswegen ist es wichtig, diese altersbezogenen Normwerte zu haben. Und früher hat man immer gesagt, naja, das wächst sich doch aus und die schießen ja irgendwann so schnell in die Höhe und dann sind sie ganz dünn. Stimmt das nicht? Naja, manchmal ist das so. Manche haben Glück, vielleicht auch die, die dann irgendwann merken, sie möchten gerne schlanker sein und sich dann anstrengen, was zu verändern. Aber wir wissen, dass so 80% der Kinder, die als Kind übergewichtig oder adipös sind, auch als Erwachsene übergewichtig bleiben. Das zeigen die Daten und die Studien. Und insofern kann man nicht sich darauf berufen, dass es sich verwächst. Das ist leider nicht so. Und es lohnt sich, früh was zu tun. Würden Sie sagen, Übergewicht oder Adipositas ist bei Kindern gefährlicher als bei Erwachsenen? Ja, es ist sicherlich nicht gefährlicher, denn die Kinder haben Folgeerkrankungen, also Erkrankungen, die durch die Adipositas bedingt sind, aber nicht so häufig wie Erwachsene. Das wird häufiger im Erwachsenenalter. Aber naja, gefährlicher insofern, als Kinder vielleicht noch eher dann auch gehänselt werden und wir gerade bei Kindern uns ja so sehr wünschen, dass sie sich normal entwickeln, dass sie viele Freunde haben, dass sie in der Peer Group anerkannt sind und das kann es schon gefährlich machen, weil Mobbing, Ausgrenzung, auch Traurigkeit, das sind ja Probleme, die man sich überhaupt nicht wünscht für Kinder und auch für Jugendliche. Also insofern schwierig zu beantworten. Aber weil das ja bleibt, wie Sie auch schon sagen. Es ist schwer, das Übergewicht nachher wieder wegzukriegen, weil sich in der Zeit, glaube ich, auch Strukturen festigen in der Kindheit, wie man kompensiert, was man isst und so weiter, oder? Ja, und auch die Lebensgewohnheiten, die Essgewohnheiten, Gewohnheiten, was so das Bewegungsverhalten angeht. Wir sind ja Gewohnheitstiere und diese Art zu leben, was wir Lebensstil nennen, die festigt sich natürlich in der Kindheit und im Jugendalter. So ist es. Wenn ich ein übergewichtiges Kind hätte und ich käme zu Ihnen, wie würden Sie denn dann mit mir oder mit mir und meinem Partner zusammen anfangen? Also es ist wichtig, sich kennenzulernen. Also im Mittelpunkt steht das Kind, auch wenn es kleine Kinder sind, die sind am wichtigsten. Das heißt, das Kind wird untersucht, aber vorher wird gesprochen. Wir versuchen herauszufinden, wie sind denn die Gewohnheiten in der Familie, wie sind die Ernährungsgewohnheiten, wie ist das Bewegungsverhalten. Es ist natürlich wichtig herauszufinden, hat das Kind andere Erkrankungen. Es gibt ja doch immer mal auch hormonelle oder auch super selten genetische Erkrankungen, also Erkrankungen der Erbanlagen, die eine Rolle spielen können für die Übergewichtsentwicklung.
Und all das gehört in das erste Gespräch. Also es ist ein sehr umfangreiches Gespräch. Wir nehmen uns Zeit, weil es ja wichtig ist, Kind und Eltern kennenzulernen. Wir schauen, was gibt es in der Familie für Erkrankungen. Also ja, das ist so das Erste. Ja. Schilddrüse fällt mir da ein zum Beispiel. Ist das auch ein Thema für Kinder, also Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel? Ja, das ist es. Also das gehört mit zu den Untersuchungen, die wir durchführen. Also es gehört immer dazu, eine Schilddrüsenunterfunktion auszuschließen, weil das kann eine Erkrankung sein, die dazu führt, dass ein Kind zu viel Gewicht zunimmt. Ja. Und was gibt es noch für typische Krankheiten, die Sie versuchen festzustellen, so quasi als Einstieg, um erstmal zu gucken, wie die Situation ist? Also in unsere Diagnostik, die wir am Anfang machen, gehört zum einen wirklich auch Erkrankungen, die das Übergewicht bedingen, auszuschließen. Das sind hormonelle Erkrankungen wie eine Unterfunktion der Schilddrüse. Es gibt eine Cortisol-Überproduktion, auch die muss ausgeschlossen werden, wenn es andere Hinweise gibt. Es gibt genetische Erkrankungen, oft sind da Hinweise, dass das Kind noch was anderes hat, vielleicht auch in der Entwicklung nicht normal ist. Das machen wir nicht bei jedem Kind, aber je nachdem, wie auch das Wachstum ist und ob es andere Probleme gibt, wird auch das im Blut untersucht. Und die anderen Dinge, die wir untersuchen, sind Untersuchungen auf Erkrankungen, die eine Folge des Übergewichts oder der Adipositas sind. Denn das kann auch bei Kindern schon, kann zu viel Fett im Körper, kann zu Problemen der Organe führen. Und welche? Danach muss man natürlich auch gucken. Ja. Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Alle wissen, dass Übergewicht Diabetes machen kann, also Zuckerkrankheit. Danach gucken wir. Wir schauen uns die Cholesterin- und Fettspiegel an im Blut. Wir schauen die Harnsäure an, die kann erhöht sein. Es ist wichtig, dass wir das Kind untersuchen, ob Gelenkprobleme da sind. Die Blutdruckmessung ist wichtig, da Bluthochdruck so eine typische Folge ist von Adipositas. Ja, das waren so die wichtigen. Bei Jugendlichen, gerade bei jugendlichen Mädchen, ist es so, dass zum Beispiel auch der Zyklus leiden kann. Also manche haben eine zu lange Zwischenabstände zwischen den Regelblutungen. Mhm. Auch das ist eine Folge oder auch eine zu starke Behaarung. Akne, all das kann auch eine Folge von Übergewicht sein. Ja, genau, jetzt wo Sie gerade ansprechen, ältere und jüngere Kinder, in welchem Alter, ab welchem Alter würde es sich dann anbieten, mit meinem Kind zu Ihnen zu kommen? Wenn das Kind adipös ist, dann ist das Alter egal, je früher, je besser. Okay. Ja. Denn wir sprachen ja schon über Gewohnheiten und es macht total Sinn, schon kleine Kinder, also das kann auch mit 2 oder 3 Jahren sein, da schon zu beraten. Natürlich sind dann nicht die Kinder die aktiv was ändern müssen, denn die sind ja noch in der Hand der Eltern, in der Hand vom Kindergarten. Aber es ist total sinnvoll, auch in dem Alter zu schauen, woran liegt das? Warum ist das Kind übergewichtig? Und dann auch schon zu beraten. Es hängt ja davon ab, wo wir denken, wo das Problem ist. Aber ja, je jünger, je besser. Und wie alt sind die Kinder tatsächlich, wenn sie zu Ihnen kommen? Ja, wir haben manchmal auch junge Kinder, die von Kinderärzten überwiesen werden. Der Leidensdruck bei den Kindern, der wird ja so im Grundschulalter und manchmal auch erst im Teenageralter etwas größer. Dann werden die Jugendlichen eitel und sagen vielleicht selbst, ich möchte gerne was ändern. Es sind eher Grundschulkinder oder Jugendliche, die kommen. Also wir wünschen uns eigentlich, dass die Kinder früher kommen oder früher überwiesen werden von den Kinderärzten. Ja. Und wenn dann die Eltern oder ein Elternteil und das Kind bei Ihnen sitzt, versuchen Sie dann herauszufinden, warum das Kind übergewichtig geworden ist oder adipös? Klar, das ist die Grundlage. Ja. Also das ist total wichtig, weil die
Wenn wir helfen wollen, dann ist es natürlich wichtig, erstmal zu verstehen, warum ist das so? Und das sind ja ganz unterschiedliche Gründe. Wie machen Sie das, fragten Sie. Wie finden Sie die Gründe raus? Denn das ist ja den Eltern offenbar auch nicht so klar gewesen. Das ist so das Erfragen der Ernährungsgewohnheiten, des Bewegungsverhaltens. Mhm. Es gibt einige Jugendliche, die schon ganz gut beschreiben können, dass sie aus Langeweile essen oder aus Frust. Also Gefühle spielen für manche eine große Rolle, das kann man sich gut vorstellen. Wir haben manchmal Familien, die nicht wissen, dass Milch eine Mahlzeit ist. Natürlich ist Milch gesund, aber es ist für manche gar nicht klar, dass ein Liter Milch am Tag zu normalen Mahlzeiten ein Kind übergewichtig macht. Und es ist manchmal eine ganz schöne Erfahrung, wenn man Familien gut beraten kann, um so auf einfachem Weg durch so einfache Veränderungen schon was zu erreichen. Ja. Also die Befragung und so zu sehen, wo ist das Problem, ist ganz zentral. Manchmal sind es ja Konflikte vielleicht in der Familie, die das Kind stressen und dazu führen, dass ein Kind mehr isst. Auch das ist möglich. Ja, oder dass keiner zu Hause ist? Ja, auch das gibt es. Und wie geht das dann mit den Eltern? Denn eigentlich, die Eltern sind ja die letztlich, die das Kind ja in vielen Fällen ernähren. Mhm. Also die für das Kind kochen würden. Ja, also so das Essen aus Langeweile oder auch, weil es vielleicht einfacher ist, Fast Food zuzubereiten, wenn die Mutter nicht da ist. Ja, oder zu kaufen. Kochen. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist ja manchmal so, das wissen wir alle. Und es ist ja nicht so, dass Eltern freiwillig viel weg sind. Und es ist total wichtig, dann mit der Familie nach Lösungen zu schauen. Und manchmal gibt es ja Möglichkeiten, kleine Veränderungen. Es gibt ja auch Gutes und Schlechtes. Also Fastfood ist immer schlecht, natürlich. Mhm. Aber vielleicht gibt es doch Ideen, was man dem Kind mittags anbieten kann, was vielleicht gesünder ist als eine Fertigpizza. Also da müssen wir ganz konkret mit den Familien überlegen, welche andere Möglichkeiten gibt es, welche Möglichkeiten, Lebensmittel auszutauschen. Oder vielleicht gibt es ja auch eine Oma, die manchmal da sein kann und kochen kann. Oder es gibt Freunde, wo das Kind essen könnte in so einem Fall. Es ist sehr, sehr individuell, die Beratung, die wir machen. Ja, und auch sehr erfahren. Also ich glaube, Sie haben zwei Ernährungsberaterinnen, die ja dann schon vieles auch gehört haben und für vieles sich Ideen haben einfallen lassen wahrscheinlich. Ja, genau. Geben Sie auch Medikamente? Ja, das ist, muss natürlich geprüft werden, aber es gibt ja seit nicht zu langer Zeit auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ein zugelassenes Medikament, was das Sättigungsempfinden beeinflusst. Und es ist sicher nicht so der erste Schritt. Es kann als Ergänzung auch ein Schritt sein. Und manchmal wird mit den Krankenkassen dann verhandelt, ob die für eine Finanzierung bereit sind. Mhm. Also das ist zumindest eine Möglichkeit, die wir prüfen für einzelne Fälle. Mhm. Ja. Die Beratung, die Diagnose und die Beratung finden ja statt im Rahmen einer Tagesklinik, glaube ich. Wenn ich da zu Ihnen komme, wie viele Tage bin ich denn da mit meinem Kind beschäftigt bei Ihnen? Es sind erstmal meistens für Kinder ab 10 Jahren sind es 2,5 bis 3/4 Tage. Mhm. Und für die jüngeren Kinder, die etwas weniger Untersuchungen auf Folgeerkrankungen brauchen, die bleiben nur einen Tag. Und wie geht es danach weiter? Denn damit fängt ja die Arbeit eigentlich erst an. So ist das. Ja. Genau, die Umstellung im Alltag und die Veränderungen, die wir also mit der Familie gemeinsam überlegen. Es hat sich bewährt, dass man die Familien da nicht einfach so entlässt und sagt, so ändert das mal. Und es ist auch so, dass in den Kinderarztpraxen oft großer Zeitdruck ist und da nicht so viel Möglichkeiten sind, in Ruhe mit den Familien zu schauen, woran hapert es denn, wenn es nicht klappt, sodass wir eigentlich immer noch mal einen Termin vereinbaren, um die Ergebnisse zu besprechen und auch zu schauen, ob die Änderungen, die wir besprochen haben, ob die klappen oder was nicht klappt.
Wir sagen eigentlich immer, wir sind nicht böse, wenn es nicht klappt, aber da muss man einfach schauen, welche Unterstützung ist noch nötig. Also meistens ist es nochmal eine Wiedervorstellung nach 4 Wochen und dann überlegen wir, muss es nochmal ein Termin sein, in welchem Abstand kann der Kinderarzt auch Kontrollen übernehmen, das ist ganz unterschiedlich. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf YouTube, LinkedIn, Instagram und Facebook. Werden Sie gesund.